Ach, liebe Leute, es ist ja, die Sonne scheint, man muss sich daran gewöhnen, die Mütze braucht man jetzt nicht mehr. Aber was soll man sagen, bei aller Arbeit und allen Problemen, die wir haben, gibt es natürlich immer wieder noch neue. Es erreichte mich wieder ein Anruf einer anderen Tierschutzorganisation. Dort ist ein Hund. Ich durfte dreimal raten, welche Farbe der hat. Natürlich wieder so ein brauner. Der braucht Hilfe, das Herrchen ist im Krankenhaus, kann nicht mehr, wird vielleicht gar nicht mehr rauskommen. Der Hund hat schwer HD, kann die Treppe nicht mehr hochlaufen. Und ja, er muss dringend weg. Ja, kein Tierheim will ihn natürlich nehmen, weil er natürlich nicht mehr vermittelbar ist. Und er ist auch mit anderen Hunden nicht sozialisiert. Menschen liebt er, aber andere Hunde mag er irgendwie wohl gar nicht. Dazu kommt, dass er 75 Kilo wiegt, man ihn eigentlich nicht festhalten kann, was natürlich den Spaziergang auf der Straße beinahe unmöglich macht, wenn dann ein anderer Hund vorbeikommt und so weiter. Ja, es ist halt immer so, wenn ich in dieser Tür stehe, dann gibt es einen neuen Hund. Aber schaut mal selbst. Ja, liebe Freunde, wir wollten euch auch mal ein Update zu dem kleinen Reno geben. Dieser Hund, der hat seine Lebensfreude, wie man es ja wirklich sieht, wiedergefunden. Auch seine Beine, er hat sich wirklich verbessert. Er kann jetzt schon wieder laufen, er läuft sogar schneller. Beinchen heben kann er natürlich nicht. Das spielt auch gar keine Rolle. Aber ich bin der Meinung, so vom optischen Eindruck, wenn er sich freut und wie er läuft, dass er ja zufrieden ist mit seiner Situation. Und ich glaube, auch andere, die ihn kannten vorher, haben gesagt, das erste Mal in seinem Leben, dass Remo mal glücklich aussieht. Ja, und der ist ja schon 2 Jahre. Also von daher, man muss sagen, dadurch, dass die Beine operiert worden sind, das scheint ja wohl doch funktioniert zu haben. Problem war natürlich, dass man immer einen adäquaten Ort haben muss, wo der Hund sich auch wohlfühlt, wo er sich geliebt fühlt und Motivation findet. Reno, nicht den Kameramenschen da. Komm mal her, Reno. Und ich glaube, das ist hier gegeben, auch wenn wir natürlich bei Weitem nicht perfekt sind, so wie wir uns das vorstellen. Und alles so halb ist, nur nichts fertig. Das ärgert mich natürlich. Aber da sind immer natürlich auch Grenzen gesetzt, weil man das zum einen finanziell natürlich nicht alles sofort realisieren kann. Und zum anderen, es in Deutschland auch ganz große Probleme gibt, Handwerker zu finden. Und das wisst ihr ja vielleicht auch. Gibt kaum noch welche. Die meisten, die wollen gar nichts mehr arbeiten. Die wollen nur noch am Computer sitzen und tippen. Oder nicht mal das. So, und das ist natürlich schwierig. Und diejenigen, die noch was bewegen wollen, viele von denen sind in Rente gegangen. Und die, die im mittleren Alter sind, die was können und auch was machen wollen, die haben Arbeit. Ja? So, also das ist für uns natürlich auch immer sehr schwierig, Leute zu finden, die uns hier unterstützen. Das ist natürlich ja, ein echtes Problem. Wir haben Glück, was die Tierpflegerinnen betrifft. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, da haben wir jetzt 14 Tierpflegerinnen, die sich adäquat um die ganzen Tiere kümmern können. Wo es immer noch krankt, ist natürlich der Punkt Handwerker. Es fängt schon an, jetzt fängt die Rasenmähsaison wieder an. Ja, wir haben hier 30.000 Quadratmeter Rasenfläche. Die muss natürlich gemäht werden, regelmäßig. Das kostet Zeit. Ja, dann muss hier mal aufgeräumt werden, immer wieder. Das kostet Zeit. Dann die Bauarbeiten, das kostet Zeit. Und das sind natürlich Dinge, die kann nicht irgendjemand machen, sondern muss man einfach wirklich eine fundierte Ausbildung haben und auch ein bisschen, sag ich mal, vielseitig sein. Ja, das ist unser Problem momentan. Wir arbeiten dran und ich denke, dank eurer Hilfe werden wir auch das Problem irgendwann lösen. Ja, und ihr seht, die Bauarbeiten laufen auch schon. Hier ist unser Jürgen dabei, Rohrleitungen zu verlegen, damit wir überall Wasserleitungen haben bei den Tieren, damit wir die Eimer nicht über den ganzen Hof tragen müssen, weil das kostet natürlich Zeit.
Und ihr wisst ja, Tierpflege kostet jeden Moment Zeit, ist Geld, es muss schnell gehen. Und von daher müssen wir überall Wasserleitungen verlegen. Da ist unser Jürgen mit dabei. Und nehmt euch mal mit, wenn ihr hier reinguckt. Ja, das ist natürlich alles nicht so ganz perfekt. Aber das ist hier die Heizungshauptleitung, die müssen wir da umlegen. Und das sind so die Stromverteilungen, die wir haben. Die können natürlich so nicht bleiben. Ihr seht ja, das ist eine absolute Katastrophe. Und da auf unserer Amazon-Wunschliste, da sind ja überall diese Sicherungsmodule drauf. Ein paar sind auch schon gekommen. Ja, aber wir brauchen natürlich ganz viele, weil die ganzen Räume brauchen natürlich alle einzelne Absicherungen und so weiter und so fort. Und von daher freuen wir uns natürlich über jede Schraube und jeden Dübel und jedes Stück Kabel, was ihr uns schickt. Ja, man sieht, die anderen haben ihn freudig begrüßt. Er hat zurückgegrüßt. Das sieht erstmal schlimm aus, aber so, nachdem er sich beruhigt hat, interessiert es ihm irgendwie gar nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich der eine oder andere Freund vielleicht doch findet, im Gegensatz zu unserem Zeus, der wirklich überhaupt gar niemanden mag, oder dem Otto, der auch niemanden mag, kann ich mir gut vorstellen, dass der doch irgendjemand findet, auch einen männlichen Kumpel, mit dem er vielleicht klarkommt. Vielleicht nicht so ein ganz dominanter oder so, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und ganz entscheidend ist natürlich zum Menschen, ist er natürlich absolut freundlich. Was mir jetzt aufgefallen ist, seine Nase, die sieht natürlich ganz schlimm aus. Ich weiß nicht, haben sie nie sauber gemacht oder was? Und ich weiß nicht, ob das jetzt, das muss ich mal die Tierärztin angucken, kurzfristig. Das gefällt mir gar nicht. Aber ansonsten macht er eigentlich einen relativ fitten Eindruck. Und ja, wollen wir mal sehen. Also, ich bin zuversichtlich, dass Joe sich hier gut einleben wird, so wie bisher alle anderen Hunde auch. Warum man diesen Hund auch nicht vermitteln kann, das dürfte jedem klar sein, der jetzt gesehen hat, wie er reagiert. Man stelle sich vor, man geht mit ihm an der Leine auf der Straße spazieren und irgendein Hund kommt entgegen. Das wäre ja fatal. Also dieser Hund ist es offensichtlich nie gewöhnt gewesen, mit vielen Hunden zusammen zu sein. Und er ist es offensichtlich aber sehr gut gewöhnt, mit Menschen zusammen zu sein. Denn zu denen ist er ja wirklich äußerst freundlich, wie man das sieht. Ja, er hat auch keinerlei Bedenken, wenn man ihn anfasst oder so, wie der Zeus, der zuckt zusammen, wenn man eine Leine nimmt und so. Dieser hier gar nicht. Das ist einer, der mit Menschen gut klarkommt. Aber mit anderen Hunden und einem Spaziergang auf der Straße, das wäre wahrscheinlich wirklich, ja, fatal. Selbst wenn man ihm Maulkorb ummacht, den kann man ja kaum festhalten. Also das ist eine Katastrophe. Von daher glaube ich, dass er hier wirklich gut aufgehoben ist. Denn hier kann er dann auch ohne Leine spazieren gehen, auf dem Gelände, ne? Und er begegnet da niemanden, keinem anderen Hund. Und von daher kann da nichts passieren. Komm Joe, wir gehen. Komm Joe. Ja, liebe Leute, ihr werdet euch vielleicht fragen, warum der Jürgen da in diesem Keller arbeitet. Als wir hierher gekommen sind auf dieses Gelände vor nun gut, ja, fast 17 Jahren oder 18 Jahren, weiß ich, 18 Jahren, da gab es hier natürlich keine Heizung, das war alles kaputt und Mist. Und wir haben aus dem Abfall, der hier rumlag, irgendwie eine funktionsfähige Heizungsanlage zusammengebaut. Und das Problem ist, ihr seht, da hinten ist irgendwo so ein Schornstein und da war das Heizhaus. Und die Heizenergie wird natürlich hier in diesem Gebäude gebraucht und in diesem Gebäude und diesem. Also lagen überall Rohre, die alle kaputt waren und durchgerostet waren. Und wir haben dann damals als Provisorium, bis wir es mal besser machen, ja, irgendwelche anderen Rohre, die wir auch irgendwo gefunden haben, eingebaut. Aber ihr wisst ja, ein gutes Provisorium hält manchmal länger als eine Facharbeit. Und so war es dann auch diesmal. So hat es dann einige Jahre gehalten, bis denn diese Leitung hier, wie ihr seht hier, guckt mal, hier mal guckt, hier ist das natürlich schon alles kaputt. Das ist nur noch Papier, das ist natürlich das Heizungsrohr gewesen. Und wenn ihr seht, das ist natürlich nichts mehr. Das hält natürlich nicht mehr, auch hier außenrum. Das Ganze ist komplett weggerostet. Und das sind die Rohre, die von einem Gebäude zum anderen gehen und so weiter. Und die befinden sich dort alle unterirdisch in Schächten und Kellern. Und deshalb muss der Jürgen und der Andreas, die müssen jetzt in diese Schächte und Keller rein, die Rohre dort erneuern und eben auch den ganzen Schlamm, Dreck und Mist dort beseitigen
und sauber machen, damit die Rohre nicht wieder unter Wasser liegen und durchrosten, die neuen dann auch nicht. Wobei, wir verwenden Plastikrohre jetzt, die halten natürlich vielleicht etwas länger. Reno, komm rein, Reno. Komm mal, Reno. Ja, Reno. Ach, Reno. Ne, der Reno. Jetzt kommt er. Nein, nein, Reno, nein, Reno. Ja, liebe Leute, und ich muss euch ehrlich sagen, auch dieses Zimmer hier, was wir gebaut haben für ihn, was vielleicht ja, ein bisschen übertrieben wirkt mit den Bildern und der Fußbodenheizung und insbesondere mit dem Fernsehen, ja, wo alle sagen, oh, ich glaube auch das hat dazu beigetragen, dass Reno sich jetzt so erholt hat, wie er drauf ist. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man den Hund in irgendein Zimmer setzt, wo nichts ist und sich nichts bewegt und man kann sich ja, wenn man viele Hunde hat, nicht 24 Stunden um ihn kümmern, sondern der muss auch mal seine Ruhe haben, dann legt er sich hier hin und dann schaut er sich da den Film an, da hat er seine Lieblingsfilme, irgendwelche einen jetzt momentan, wo irgendwelche Wildschweine und irgendwelche Eichhörnchen rumlaufen, das findet er total toll. Ja, und nach 3 Tagen muss er sich wieder einen anderen Film angucken, weil er den da schon auswendig kennt, dann interessiert ihn das nicht mehr. Also man sieht, die Tiere, die genießen das. Und darum werden wir natürlich den Standard, den wir jetzt hier haben, auf alle unsere Räume ausweiten. Und auch dafür brauchen wir natürlich eure Unterstützung. Und wir wollen natürlich auch zeigen, gerade mit so einem Umfeld, wo die Tiere wohnen, dass die Tiere es eben verdient haben. Die sind für uns da, für uns Menschen und schenken uns Freude. Und demzufolge sollten wir auch ihnen ein vernünftiges Umfeld geben. Und wenn mir jemand sagt, ach, die wollen lieber draußen in einer Hütte sitzen, im Schnee und Regen und in ihrem eigenen Kot. Tut mir leid, jeder will einen sauberen Platz haben, das sehen wir ja selber. Ja, der legt sich natürlich nicht dahin, wo der Kot liegt, sondern er legt sich dahin, wo es schön weich, schön warm und gemütlich ist. Da unterscheiden sich die Tiere in keinem Deut von uns Menschen. Und vor allen Dingen bei ihm, gerade bei ihm mit seinem Hüftschaden, ist natürlich eine gewisse Wärme auf dem Boden auch sehr wichtig. Etwas, nicht, dass er noch im Kalten liegt und sich das, ja, ne, das ist für ihn natürlich ganz toll und man sieht ja, wie er das hier alles genießt und allein dafür ist es den ganzen Aufwand einfach wert gewesen, den wir hier getrieben haben. Jetzt müssen wir diesen Aufwand nur versiebzigfachen, weil so viele Räume brauchen wir, beziehungsweise so viele Räume haben wir jetzt, die wir noch umrüsten müssen, dass die so sind wie der. Die Räume sind nicht schlecht, die sind alle beheizt, ja, und, aber es ist eben nicht das gewisse Etwas, was die ganze Sache so macht wie das hier. Ja, und darum freuen wir uns natürlich über jeden Euro, den er für unsere Bauprojekte hier gibt. Der kommt auch definitiv bei den Tieren, so wie bei dem Reno hier an. Langfristig nämlich in Form eines schönen Zimmers.